mittendrin als Mitglied. Gemeinsam mit der vom FCA organisierten Fanreise waren die beiden Gewinner des Mittendrin-Moments für 4 Tage zu Besuch im Trainingslager. Die Teilnehmer konnten sich auf ein exklusives Programm freuen. Der Mittendrin-Moment im Trainingslager ist, glaube ich, mit einer der coolsten Momente, die wir so verlosen. Für die Teilnehmer immer super, weil sie unfassbar nah an der Mannschaft dran sind. So nah, wie sie, glaube ich, sonst nie rankommen. Ein Highlight der 4-tägigen Reise: das gemeinsame Abendessen mit dem gesamten Kader. Ein Sitzplatz war dabei besonders begehrt. Ja, wir waren beim Elvis und es sind mehrere große runde Tische mit dem Buffet. Und gut, ans Buffet bin ich ein-, zweimal, aber der Kontakt zu den Spielern und die Gespräche, die überwiegen da. Und das sind Momente, die kann man nicht beschreiben. Einmal mit den Profis kicken und ein Interview wie die ganz Großen führen. Auch dieser Wunsch ging für FCA-Fan Erik in Erfüllung. Herzlich willkommen zum FCA-TV-Spezial. Hier mit unseren Gästen heute. Andi. Und? Erik. Wie alt bist du, Erik? 6. Du? Oh, ich 49. 49, also Jungspund. Ich bin 25. Ja, dann habe ich mal ein, zwei Fragen. Wie war denn der gestrige Abend bei uns beim Essen? Gut. Was war da am besten? Du brauchst nicht schüchtern sein. Ich weiß, was ich dir bestellt habe. Nachtisch. Nachtisch. Und heute auf dem Feld hast du noch das Siegtor gemacht in der 90. Minute. Hast du noch mit mir abgeklatscht. Wie war das? Gut. Ein weiteres Highlight war das Fangrillen im Teamhotel. Bei Bratwurst und einem kühlen Getränk konnten alle mitgereisten Fans in lockerer Atmosphäre mit den Spielern und Trainern quatschen. Die Profis rund um Enrico Maaßen haben sich viel Zeit für Foto- und Autogrammwünsche genommen. Mittendrin und die gute Stimmung aufgesaugt hat auch Markus Krapf. Der FCA-Präsident findet lobende Worte für den Zusammenhalt in der FCA-Familie. Für den FC Augsburg ist es unbezahlbar, dass die Leute wie ein Mann dahinter stehen. Das hatten wir schon mal, die Phase, wo die ganze Stadt brennt. Und solche Momente wie der Mittendrin-Moment sind ein wichtiges und elementares Teil, um das Ganze immer mehr zu befeuern und den Leuten zu zeigen, wie wichtig sie uns sind. Treue wird also belohnt. Der FCA hofft auch im nächsten Jahr auf viele mitreisende Fans, wenn es wieder heißt, auf ins Trainingslager und rein in einen neuen, unvergesslichen Mittendrin-Moment.